alles krieg ich alleine hin. Ihr staunt, wozu ich fähig bin. Und weil mich keiner besser kennt, bin ich selbst mein Assistent. Halt meine eigenen Poker- und Psychoanalysestunden, trag mir selbst Gedichte vor, sing mit mir im Doppelchor, besiege mich bei Schachpartien, hab mir das meiste selbst verziehen, kann für mich eine Lanze brechen, mich im Zweifel auch bestechen. Reich mir selbst den Staffelstab und nehm mir auch die Beichte ab. Doch gibt's nen Punkt, an dem ich scheiter, da kämen auch andere nicht weiter. Küssen kann man nicht alleine. Und ich sag dir auch den Grund. Küssen, das geht auf keinen Fall alleine. Denn dazu brauch ich einen anderen Mund. Allein ist das unmöglich. Ich weiß genau, das geht nicht. Versuche enden kläglich, das ist nur vertane Zeit. Ich müsste mal agieren und endlich kapieren, da hilft kein Meditieren. Küssen kann man nur zu zweit, ich wäre dazu bereit. Habe mich sehr gut im Griff, bin mein Captain und mein Schiff, gerate ich auch mal in die Miesen, führe ich mich aus allen Krisen, spioniere mich selber aus, stell mich ein und schmeiß mich raus, ich fahr mir hinten rein, hau mir danach aufs Nasenbein, ich lies mir aus der Hand und klatsch mich an die Wand, ich lach mich aus und lüg mich an, das ist es, was ich sehr gut kann, nur küssen kann ich nicht alleine. Und ich sag dir auch den Grund. Küssen geht auf keinen Fall alleine. Denn dazu brauch ich einen anderen Mund. Du bist gerade hier. Wie wär's, wenn ich mit dir die Sache mal probier? Küssen kann man nur zu zweit. Ich glaub, dass du Bescheid weißt. Die Lösung klappt zu zweit meist. Wenn man sich auf die Couch schmeißt, ist der Weg zum Kuss nicht weit. Ich wäre dazu bereit.